Willkommen zum Michaelis-Menten-Mechanismus-Konzepttest. Die Frage lautet: Welche Aussage bezüglich des Enzym-Substrat-Komplexes im folgenden ES genannt stimmt nicht? A. ES zerfällt nach erster Ordnung zum Produkt. B. Für ES gilt das Quasi-Stationaritätsprinzip. C. ES zerfällt nach erster Ordnung zum Substrat. D. Je größer die Michaelis-Menten-Konstante KMM, desto größer die Konzentration von ES. Der Michaelis-Menten-Mechanismus beschäftigt sich mit enzymkatalysierten Reaktionen. Hier ist das Stichwort Schlüssel-Schloss-Prinzip. Wem das nichts mehr sagt, der sollte sich da nochmal erkunden. Ja, die beiden Deutschen, Leonor Michaelis und Maud Menten, waren die ersten, die die Anfangsgeschwindigkeit in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt haben. Und sie haben ihren Mechanismus 1913 veröffentlicht. Hier sieht man jetzt jedoch nicht die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern die Reaktionsrate. Bei einer niedrigen Substratkonzentration ist Vr, also die Reaktionsgeschwindigkeit, proportional zur Substratkonzentration. Bei einer hohen Substratkonzentration ist Vr jedoch nur von der Enzymkonzentration abhängig. Dieses Diagramm ist ein Sekundärdiagramm, welches aus C gegen T-Kurven hergeleitet wurde, also Konzentration gegen Zeit. Und wir sehen eine asymptotische Sättigungskurve. Ja, Km bezeichnet die Substratkonzentration, die bei der halbmaximalen Geschwindigkeit der Reaktion vorliegt. Das sehen wir in diesem Bereich. Und diese kann durch den Aktivator oder einen Inhibitor niedriger bzw. höher liegen. Wir betrachten jetzt aber in diesem Konzepttest nur eine unbeeinflusste Reaktion. Enzym und Substrat reagieren zum Enzym-Substrat-Komplex, können aber auch zurückreagieren. Hierbei ist die Hinreaktion der ersten Ordnung. Vr ist also K1 mal die Konzentration von dem Enzym mal die Konzentration des Substrates. Und die Rückreaktion ist der zweiten Ordnung. Das heißt, die Reaktionsgeschwindigkeit ist K1' mal die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes. Nun reagiert der Enzym-Substrat-Komplex weiter zu Enzym und Produkt. Wir erinnern uns, dass ein Enzym immer unverändert aus einer Reaktion hervorgeht. Diese Hinreaktion hat die erste Ordnung und Vr ist K2 mal die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes. Die Bezeichnung der Hin- und Rückreaktion ist je nach Literatur unterschiedlich. Bitte diese Bezeichnung einprägen für das Video. K1 Hinreaktion, K1' Rückreaktion und K2 die zweite Hinreaktion. Das Enzym E und das Substrat S stehen in schnellem vorgelagerten Gleichgewicht mit dem gebundenen Enzym-Substrat-Komplex ES. Das heißt also, es ist kaum zu unterscheiden, ob zwischen Edukt und Produkt noch ein Zwischenprodukt gebildet wird. K2 ist also größer als K1'. Da die Aussage A stimmt, darf man sie nicht anklicken. C ebenfalls nicht. ES zerfällt nach erster Ordnung zum Substrat, das haben wir ja gerade gesehen. Das quasi-stationäre Prinzip sagt aus, dass die zeitliche Änderung von ES zu vernachlässigen ist, wenn K2 stark größer als K1 ist. Wir sehen also, diese Gleichung ergibt 0. Das bewirkt, dass die ES-Konzentration sehr gering ist, da der Komplex schneller weiter reagiert, als er gebildet wird. Durch das vorgelagerte Gleichgewicht ist dieser Fall gegeben. Wir sehen hier, ES wird sehr klein. Die Konzentration des Enzyms am Anfang entspricht der Enzymkonzentration im Verlaufe plus der Enzym-Substrat-Komplex-Konzentration. Und da die Substratkonzentration circa gleich ihrer Anfangskonzentration ist, ergibt sich, die Substratkonzentration ist gleich die Anfangsenzymkonzentration geteilt durch 1 plus Km, dazu kommen wir später, geteilt durch Anfangssubstratkonzentration. Durch Einsetzen der letzten Gleichung in diese ergibt sich schließlich die Michaelis-Menten-Gleichung, wobei Km die Einheit molarer Konzentration hat. Und diesen Term haben wir gerade schon mal gesehen, der wird auch gleich weiter noch verarbeitet. Auch Aussage B trifft zu und die Antwort ist damit falsch. Und zur letzten Antwortmöglichkeit, hier sehen wir die Formel von gerade aus der Herleitung der Michaelis-Menten-Gleichung. Wir können also sehen, dass der Bruch der Kehrwert des Km-Wertes ist. Eingesetzt haben wir also diesen Term. Wenn der Km-Wert, also der Nenner, größer wird, dann wird der gesamte Term kleiner. Also ist die Konzentration des Enzym-Substrat-Komplexes auch kleiner. D darf also als einziges angeklickt werden. Man muss dazu sagen, Km habe ich die ganze Zeit gesagt.
Hier wird KMM verwandt, es ist aber dasselbe. Hier sehen Sie noch einmal meine Quellen und die Bildquellen. Und ich hoffe, dass Sie hiermit den Konzepttest verstanden haben.